Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute Pancakes. Pancakes. Wollen wir erstmal da Milch rein? Ja, aber eine Tasse musst du holen zum Abmessen. Moment, du hast keine Tasse. Ich hätte nicht eine Tasse zum Messen nehmen. Ah. Sie hat verändert sich. Genau. Guten Morgen, ihr Lieben. Also, hier liegt noch mein ganzes Obst und Gemüse. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt wieder Pancakes und weil immer ganz viele fragen, wir nehmen immer die Aunt Jemima Mischung, die Original, die bestellen wir uns immer, weil die einfach am leckersten ist. Verfeinerst du das noch irgendwie oder machst du es genauso? Aber erst Milch? Nee, Schatz, warte kurz, Mausi. So, und ich kümmere mich ein bisschen um den Bacon und um den Kaffee und die beiden machen. Nein, erst nehmen wir erst. So sieht das dann aus, wenn wir frühstücken. Da ist der Bacon. Wir haben übrigens auch immer Aunt Jemima Sirup. Den bekommt ihr aber meistens. Haben wir den nicht sogar auch im Real gekauft mal? Also müsst ihr einfach mal gucken, im Real oder halt online. Philly trinkt gerade aus ihrem neuen Glas. Das gab es mal bei McDonald's, jetzt zur EM. Ja, Bacon gibt es. Es gibt Pancakes, dann gibt es Butter dazu, Ahornsirup. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit! So, jetzt haben wir alle fertig gefrühstückt. Jetzt mache ich mir einen Kaffee. Ich bin übrigens Team Kaffee nach dem Essen trinken. Gibt ja die meisten, die trinken immer während des Essens. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr für ein Typ seid. So. Neuerdings auch gerne wieder mit einem Schuss Milch. So, die Milch. Und die Butter kann jetzt wieder in den Kühlschrank. Sonntags gucke ich immer gerne die ganzen Prospekte durch, da haben wir einiges. Ja, mit einem Kaffee, perfekt. So, und wenn die Mama quasi ein bisschen am PC ist, dann möchte das die Feline auch. Wir haben so einen alten, aussortierten PC, wo eigentlich nichts mehr wirklich geht, aber sie kann halt immer noch auf dieses Schreibprogramm. Und da schreibt sie dann immer ganz fleißig und ist am Arbeiten. Oh, nebenbei muss natürlich getrunken werden. Richtig, richtig süß. Immer Laptop gucken, trinken. Genau. So, Dennis ist jetzt gerade rausgegangen bei dem Wetter. Da werden wir gleich auch rausgehen. Aber ich wollte noch so ein paar Sachen hier am PC machen. Der ist schon ab. Oh, wie süß sie da fährt. Warte. So, jetzt wieder zurück. So, wir sind jetzt draußen und Philipp fährt... So, Feline fährt auf jeden Fall jetzt ein bisschen ihr Auto. Ich weiß gar nicht, ich habe das glaube ich auch wieder nur bei Instagram mitgenommen. Es tut mir leid. Ich gebe euch jetzt mal ein kurzes Update. Da kannst du übrigens sehen, wie viel es geregnet hat, ne? Ein Regenmesser. Nee, fand ich auch nicht. Auf jeden Fall haben Dennis und ich vor einer Woche dieses komplette Ding hier umgegraben und so gut es geht das Unkraut raus und haben da komplett Wildblumen gepflanzt. Also, ja gut, dieses eine Stück ist uns nicht so gelungen, aber ist ja nicht schlimm. Hier ist eine Sonnenblume, die habe ich von meiner Mama einen Ableger bekommen. Und wir haben komplett Wildblumen hier gesät. Und mit unserem Rindenmulch aufgefüllt. Und wie ihr sehen könnt, hier sind schon überall so kleine grüne Stüppeken. Da bin ich sehr gespannt. Ja, meine drei Blümchen, die ich hier eingepflanzt habe. Und hier habe ich ja das komplette Unkraut wirklich bis auf den Boden weggemacht und man sieht einfach, dass es sich lohnt. Das ist jetzt schon 3-4 Wochen her und hier ist Gott sei Dank noch nichts nachgekommen. Mein Pampasgras wächst auch super, super schön. Und ja, Dennis hat Feline bei uns im Garten, ich zeige euch das mal, ein Auto gebaut aus alten Teilen. Mein Mann hat ja 1000 Ersatzteile, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und der hat dann mal eben in 5 Minuten Feline ein komplettes Auto gebaut. Ist ein Traum für sie. Ja, hier haben wir noch die
Rutschwasserbahn und den Pool. Da waren Dennis und ich gestern drin. Das war ein Traum. Hier lagen noch ein paar Steine und sofort leidet der Rasen drunter. Da habe ich jetzt einfach ein paar kleine Samen rein und wie ihr seht, der wächst hier auch schon wieder nach. Genauso wie hier der Bereich. Da lag ja lange unser Holz und ja, da kommt jetzt auch überall das neue Gras und das ist quasi der Parkplatz hier, ne? Komm, ich mach dir mal die Knöpfe auf. Auf mein Auto. Zack. Zack. Ist, glaube ich, besser ohne, ne? Ja. Guck mal. So, und jetzt kannst du weiter düsen. So. Ups. Ja, theoretisch könnte man hier heute auch noch mal rein. Das ist mit Sicherheit jetzt richtig, richtig schön warm. War ja gestern schon schön warm. Und Dennis räumt unsere kleine Schandecke auf. Denn wir bekommen ja jetzt unsere neue Fassade. Hatte ich euch ja erzählt, Leute, ich freue mich so, ne? Also, die wird einmal komplett abgemacht. Risse und solche Stellen werden ausgebessert. Dann wird das komplett grundiert und dann gestrichen. Und unser Dach hat ja schon eine Dachreinigung bekommen. Da fehlt jetzt quasi nur noch die Farbe. Ich versuche euch das mal zu filmen. Ich muss jetzt gerade in die Sonne. Ja, da sieht man das. Unser Dach ist jetzt also komplett frei von allem. Von Moos, von Dreck, von alten Resten. Und ja, da kommt jetzt bald die Farbe drauf. Also Dachreinigung, Leute, wusste ich vorher überhaupt nicht. Wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das ist der absolute Hammer. Also wenn, man muss nicht immer sofort ein neues Dach machen, sondern so eine Grundreinigung mit Dach und neue Farbe und so weiter. Mega. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie schön das ist, hier mit meinem Kaffee zu sitzen und so in meinen Garten zu gucken. Schön, ne? Aber vorne stellen wir es wahrscheinlich nachher haben. Ja, ist nicht so schlimm. Aber jetzt, wo so richtig alles blüht und kommt und das ist ein Traum. Wir haben einen Platten. SOS. Ah. Juhu! Hört ihr überhaupt was sehen? Schnell, kaputt. Schnell, der Reifen ist kaputt, denn es muss sich beeilen. Hat er geschafft bis oben hin. Was macht Papa da immer, ne? So, der Vorteil an so einer, an so einem Türscan. So, ich bin jetzt gerade von hinten durch den Garten einmal, denn wo haben wir es? Mein Portemonnaie. Ich fahre jetzt einmal gerade zum Bäcker frisches Brot holen, weil Gott, mein Gesicht. Weil Feline hat nämlich Hunger und die will nichts Warmes essen, die würde gern Brot essen. Und ich hatte eh geplant, heute zum Bäcker zu fahren. Deswegen fahre ich jetzt gerade einmal Brot holen. So. Zack. Anschnallen, los geht's. So, Feline darf jetzt Mittagspause quasi draußen machen. Da es so warm ist, hat sie jetzt nicht wirklich Lust auf warmes Essen. Sie hat also geäußert, dass sie gerne ein Brot haben möchte. Sie hat natürlich einen kleinen Joghurt bekommen, den sie als erstes isst. Aber Feline, das Brot essen wir gleich auch noch, ne? Mhm. Mhm. So, ich wollte euch noch was erzählen, während wir hier im Garten sitzen. Ich hoffe, der Wind ist nicht so stark und ihr hört mich. Die mir auf Instagram folgen, die wissen das, wie gesagt, schon. Aber es gibt ja, wie gesagt, glaube ich, einige, die Instagram nicht haben. Wir bekommen einen Hund. Yay! Und zwar wissen wir das schon relativ lange, denn der kleine Mann war, ich glaube, 2 Tage alt oder 3. Da haben wir uns direkt schon für ihn entschieden. Das war eigentlich so ein Glücksgriff, denn wir wollten ja immer einen sehr, sehr großen Hund mit sehr, sehr viel Fell. Also für uns kommen so kleine Hunde gar nicht in Frage. Und ja, unser Hund ist ein Mischling aus Bernhardiner und Neufundländer. Ein
riesenkleiner Knuffel-Teddybär. Und wir haben auch schon einen Namen. Der Kleine wird Bryce heißen und kommt Mitte Juli zu uns. Ich habe auch, ich meine, wenn ihr gucken wollt auf Instagram, eine Seite für ihn erstellt. Und ich habe das aus dem Grund gemacht, ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht. Ich möchte natürlich, also Bryce gehört zu unserer Familie und der wird natürlich bei Instagram oft zu sehen sein in meinen Stories. Aber wenn es so um spezielle Sachen geht, spezifische Sachen, meine Güte, dann möchte ich doch gerne eine eigene Seite haben, weil ich möchte nicht, dass man irgendwie dann genervt ist von, wenn man immer nur speziell ein Thema hat. Bei mir ist das ja kunterbunt gemischt. Deswegen, ja, ich verlinke euch gerne mal die Seite von unserem kleinen, großen Bryce unten. Wir waren auch schon das erste Mal da. Wir sind ganz verliebt. Feline freut sich unglaublich und würde am liebsten schon, dass er jetzt zu uns kommt. Aber es dauert, wie gesagt, noch ein bisschen. Mit knapp 12 Wochen holen wir ihn ab und einmal werden wir ihn auf jeden Fall noch besuchen fahren. Das schaffen wir. Wir haben auch Glück, dass er nur gut 1,5 Stunden von uns entfernt ist. Das ist wirklich unser großes Glück. Und ja, wir freuen uns riesig. Also die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das könnt ihr mir glauben. Ich habe schon sehr viel besorgt. Ich bin dann so eine Person, die besorgt lieber alles und viel zu viel. Und weiß, aber ich hab's, als wenn ich es dann vielleicht nicht brauche. Und ja, ich bin auf jeden Fall, oder wir sind sehr, sehr happy. Wir freuen uns einfach auf diese wunderschöne gemeinsame Zeit mit Bryce. Ist jetzt gerade auch völlig egal, wie ich aussehe. Ich habe eine Frage. Es bringt mich wirklich zur Weißglut. Wenn Feline einen Ausraster hat wegen was weiß ich und sich dann so hochschaukelt und ich wirklich streng mit ihr sein muss, dass halt das Kind auch die Grenzen lernt und auf mich hört, ist es dann bei euch auch so, dass das Kind anfängt, nach dem Papa zu heulen und dann zum Papa rennt und der die dann auch auf den Arm nimmt und sich jetzt mit ihr beschäftigt und ich dann wieder die Böse bin? Also das macht mich so fuchsteufelswild und ich könnte da jetzt echt ausrasten, aber das mache ich natürlich vor Feline nicht. Aber mich nervt das, weil ist es dann immer assoziiert sie, dass ich die Böse bin und, oh Gott, bitte sagt mir, dass es bei euch irgendwie genauso ist. Ich meine, ich wünsche es euch natürlich nicht, aber es macht mich einfach sauer, ja, dass ich jetzt irgendwie die Böse bin. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier habt ihr ein kleines Vorher. Ich habe aber auch wirklich schon viel weggeräumt. Also wirklich mein Hassbereich. Ach, wirklich mein Hassbereich ist diese blöde Spülmaschine. Jedes Mal dieses Geschirr, was sich da sammelt. Ich krieg da ein zu viel. Dann habe ich hier noch Wäsche, die ich einmal wegpacken möchte. Und ich muss oder möchte einmal hier wischen und saugen. Das habe ich jetzt echt bestimmt 5-6 Tage nicht gemacht. Und das sieht man dann hier schon ganz gut. Mein Kind hat sich wieder beruhigt, ist jetzt drin und möchte jetzt eine Runde spielen. Ist von draußen auch mal eine kurze Pause. Ich bin noch nicht ganz fertig geworden mit der Küche. Ich lasse jetzt aber meinen Wischsauger einmal durchlaufen. Das Gröbste ist quasi geschafft. Der Boden muss jetzt unbedingt gewischt werden und gesaugt werden. Hier ist auch alles fertig. Ja, deswegen kann ich jetzt mit Feline eine Runde spielen. Gelb ist deins. Richtig. Ich darf. Ich darf, ja. Papo. Ah. Ist mein. Genau. Du bist. Ah. Die macht jetzt gerade einen Freundebucheintrag aus dem Kindergarten. Und ich bin gerade dabei, mal meine Kommode da oder mein Zeitboard auszusortieren. Ihr hört, meine Spülmaschine ist fertig. Das wird nämlich längst Zeit. Und ich werde meine Pinsel mal sauber machen. Denn die haben das auch nötig. Ich mache das immer mit dem Pinselreiniger von Ebelin. Reicht vollkommen aus und ist super ergiebig. So, und während wir hier so fleißig sind, mache ich uns jetzt einen kleinen Snack. Ich habe ganz viele neue Sachen von Koro bekommen. Unter anderem, Leute, diese sauren Würmer. Die sind ohne Gelatine und ich bin ganz ehrlich, ich schmecke da jetzt keinen Unterschied. Die schmecken so, so lecker. Und wieder meine heiß geliebten, wo sind sie hier? Amarena-Kirschen. Guckt unbedingt mal in die Infobox. Koro hat so viele leckere Sachen. Es gibt sogar mit meinem Code Linda etwas Rabatt. Da könnt ihr gerne mal unten in die Infobox schauen. Ich verlinke euch alles. Eine große Empfehlung.